Hallo, mein Name ist Jörn Sommer, ich komme vom Ringhotel Sellhorn und ich bereite heute zu ein Rehrücken unter der Kakao-Chili-Kruste mit Rahmspitzkohl, einem Wacholderkrapfen und einer Birnenjü. Für unsere Birnensoße müssen wir selbstverständlich als erstes die Birne schneiden, wobei Sie die Schale ruhig dran lassen können. Ist überhaupt kein Problem. Es gibt noch eher mehr Geschmack. Das können Sie ganz normal in große, kleine Stücke schneiden. Dadurch verlängert sich im Endeffekt nur die Kochzeit. So, dann geben wir in den vorgehitzten Topf etwas Butterschmalz. Dann werden die Birnen angeschwitzt mit ein paar Zwiebelwürfelchen oder Sie können auch selbstverständlich Schalottenwürfelchen nehmen, was Sie gerne möchten. Jetzt gebe ich etwas Akazienhonig dazu. Den lasse ich schön leicht ankaramellisieren. Das gibt eine angenehme Süße. Ja, das Ganze sieht man, das dauert nur wenige Sekunden. Dann wird es mit einem süßlichen Portwein abgelöscht. Und das Ganze wird jetzt etwa so ein, zwei Minuten reduziert, der Portwein. So, jetzt gebe ich etwa einen halben Liter Wildfond dazu. Und jetzt wird die Soße bei kleiner Hitze etwa auf die Hälfte reduziert. Ja, jetzt kommen wir zu unserer ersten Beilage dazu. Das werden die Wacholderkrapfen. Ich habe ein paar Wacholderbeeren in der Sahne schon mal eingelegt. Und dann gießen wir die Sahne einfach in unseren Topf rein, ohne die Wacholderbeeren, weil der Geschmack ist schon drin. Die Sahne einmal kurz aufkochen lassen. Wir geben die Butter in die kochende Sahne dazu. Und dann arbeiten wir nach und nach ganz langsam das Mehl ein. Ja, und dann sieht man schon, dickt es langsam an. Und dann wird es auf der Herdplatte bei kleiner Hitze abgeflammt, bis man einen fertigen Kloß hat. Man sieht das, das Mehl löst sich langsam. Der ganze Prozess dauert etwa 2-3 Minuten. Aber wichtig ist, dass Sie kleine Hitze haben, nicht, dass Ihnen das Mehl verbrennt. So, jetzt nehmen wir unsere fertige Mehlmasse, füllen sie ganz einfach in ein kaltes Gefäß um. Geben dann unser Ei dazu, rühren die Masse glatt und in der Zwischenzeit habe ich mir ganz normal gekochte Salzkartoffeln durch eine Presse durchgedruckt oder Sie können das stampfen oder mit einem Schneebesen zerdrücken, das ist ganz egal. Jetzt wird es mit der Mehlmasse und den Eiern ganz einfach vermengt. Und ich schmecke es dann nur noch mit Salz und Pfeffer ab. Und das kann man sich auch vorbereiten. Und danach werden wir die Krapfen in heißem Fett ausbacken. So, jetzt würzen wir die Masse ganz normal mit etwas Salz und etwas Pfeffer. Rühren es nochmal gut um und stellen es dann nochmal für 30 Minuten in den Kühlschrank. Jetzt brate ich den Rehrücken an. Dazu gebe ich etwas Butterschmelz in die Pfanne. Wichtig dabei ist, dass die Butter schön erhitzt wird, dass sie eine große Hitze haben. So. Dann gebe ich etwas Thymian, etwas Rosmarin dazu und die Pfanne, so wie sie ist, bei 165 Grad für 10 Minuten in den Ofen. Jetzt wird der Spitzkohl in feine Streifen geschnitten. Sie können auch gerne einen Wirsing dazu nehmen. Je feiner Sie die Streifen schneiden, und umso schneller wird Ihr Spitzkohl natürlich auch gar. Wir schwitzen jetzt wieder etwas ein paar Zwiebelwürfel an, geben den Spitzkohl dazu, schwitzen das Ganze für ein paar Sekündchen durch. Und da wir einen Rahmenwirsing haben, geben wir jetzt die Sahne dazu und lassen das Ganze so 3-4 Minuten vor sich hin köcheln. Wird dann noch mit Salz, Pfeffer abgeschmeckt und mit etwas Mondamin abgebunden. Und schon haben wir einen fertigen Rahmspitzkohl. Jetzt bereiten wir unsere Kartoffelkrapfen zum Schluss vor, indem wir die fertige Masse mit einem ganz normalen Esslöffel in der Handfläche zu einer schönen, ich sag mal so, zu einer Nocke, zum schönen Ei formen und I
sie dann in einem heißen Fett ausbacken. Das Ganze dauert so 3 bis 4 Minuten und dann sind die Krapfen auch schon fertig. Wunderbar, goldgelb. Am besten bereiten Sie sich ganz einfach ein Krepppapier vor, wo Sie Krapfen drauflegen können, damit das Fett schön abtropft. So, bevor ich gratiniere, würze ich den Rehrücken noch mit etwas Salz, Pfeffer. Gebe dann unsere Kakao-Chili-Kruste drauf in dünnen Scheiben und gratinieren das Ganze für 1-2 Minuten bei starker Hitze. Jetzt kommen wir zum Finale, zum Anrichten. Der Rehrücken ist gratiniert. Ich schneide ihn in 3 Scheiben. Wunderbar, zart rosa. Als erstes richte ich den Rahmspitzkohl an. In der Mitte des Tellers einen guten Löffel. 2 Krapfen dazu. Davor kommt unsere Birnensoße. Und ganz zum Schluss 3 Scheiben vom Rehrücken dazu. Und dann kann man es ausgarnieren, entweder mit Rosmarin, Thymian oder ein Blatt Petersilie. Das ist eigentlich ganz egal. Präsentiere dein Rezept. Nutze die Vorteile unserer YouTube-Plattform und publiziere dein eigenes Video auf Topfgucker TV. Jetzt Mitglied werden. Hier kochen Profis. Sei dabei.